Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Rome 2000 War. Und letztes Mal hat sich die Situation ja ziemlich beruhigt. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, was wir gegen den Hunger machen. Beziehungsweise dagegen hatten wir schon eine Lösung. Hier einfach ein paar, ja, beziehungsweise hier die Städte ausbauen. Und ich habe gedacht, wir könnten auch hier die Nazarumen. Nazarumen. Ich habe mir vorgenommen, mir jetzt immer die Namen der gegnerischen Fraktion zu merken, dass wir die irgendwann mal auslöschen, weil die sterben, beziehungsweise sind Nabaeter, stimmt. Warte, die Nabaeter waren da rechts. Die stören auch ziemlich, nur die sind halt ein bisschen mächtiger. Zusätzlich noch im Schutz von Rom. Aber es nervt halt echt, dass die da befestigt sind. Und naja, es sollte eigentlich auch nicht so sein, weil ich kann mich natürlich auch beim Gegner hinstellen und ihn plündern. Und dann mal schauen, was passiert. Ey, gute Idee eigentlich. Okay, jetzt gehen wir mal auf Zivil. Irgendwas, was vielleicht irgendwie Nahrung gibt oder so. Ja, okay, wo ist schon aus allem Handel? Das kann man natürlich auch machen. Müssen wir gleich mal schauen. Okay, es sieht nicht so aus, also gehen wir auf das mit dem Handel. Ja, wir verlieren gerade mal wieder Männer. Es wird ab demnächst besser mit der Nahrung. Und dann, ja. Wir müssen halt echt schauen, dass uns nicht die ganze Armee verhungert bis dorthin. Aber ich denke, das kommt nicht vor. Also ich hoffe es zumindest, wäre irgendwie ein bisschen dumm. So, warum schicken die Leute eigentlich immer dann Sprachnachrichten, wenn ich aufnehme? Naja. Ich freue mich schon drauf, wenn die Römer sich so richtig kloppen, weil dann geht's ab. Wobei ich mich ernsthaft fragen muss, ob wir dafür natürlich vorbereitet sind, weil... Naja. Ach. Haben sie ihre Position gewechselt? Ach, und sie haben sich wieder befestigt. Verdammt, ich habe gedacht. Schafft Abhilfe. Ja, ich weiß, ich verliere Männer, das kracht. Adoptieren, verhindern, komm, wir haben so viel Geld. Ach, scheiße, ey. Okay. Sich Fisch, nee, das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt, hier drüben, was gibt's denn da Schönes? Wir können natürlich die Städte ausbauen, in der Hoffnung, dass es da irgendwas gibt, was schnell Essen gibt. Was zwei öffentliche Ordnung plus eins. Ach, vier Nahrung, sehr schön, vier Runden, das ist schön. Da hat mich das Ganze jetzt gekostet. 1000. Ja, dann machen wir hier doch selbe. Ah, okay, geht nicht, wir haben zu wenig Bevölkerung. Dann können das ganze Spielchen eigentlich fortsetzen. Gibt es irgendwas, was Nahrung gibt? Nein. Hier gibt es aber etwas, was Nahrung gibt. Das nimmt Nahrung. Das gibt Nahrung. Aber wir sollten hier echt eigentlich auf hellenische Kultur gehen. Also wirklich, das wäre wichtiger. Das wäre echt schon am besten. Ich meine, die Nahrung, das regelt sich ja demnächst. Sobald die Nahrung sich geregelt hat, kann man auch mal ein bisschen mehr wieder ins Militär ausgeben. Vielleicht geraumer Zeit, die Gefährtin eures Generals, doch nur weiß, zieh ihn zurück. Der Mann macht sich sein und bla bla. Lächerlich. Sie verschwinden lassen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist halt ein Mann. Ach komm, das ist ein richtiger Mann, der wird auch mit sich reden lassen und nicht, sich nicht von so einem Weib aufhalten lassen. Also bitte, wo kämen wir denn da hin? Weiter. Schlimm, wenn sich Frauen in die Politik einmischen. Sowas geht gar nicht. Oh, ich sehe schon, dafür werde ich wieder geflamed. War Thunder. Könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen, fällt mir gerade auf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und was mich auch mal interessieren würde, wollt ihr wieder Weg zum Shogun sehen? Also schreibt es auch mal in die Kommentare. Weil ich habe mir gedacht, dass ich samstags vielleicht mal Weg zum Shogun bringen könnte. Und wir werden einfach so viele Männer verlieren, bis wir endlich mal die Nahrung unter Kontrolle haben. Und ohne Liebe. Verdammt. So ein Idiot. Wir sind inzwischen wirklich fast halb tot. Können echt nur hoffen, dass es demnächst besser wird. Drei Runden dauert es hier noch. Ups, das war Steam. Dann haben wir ja auch noch eine Provinz. Warte mal. Nein, nein, nein. Verdammt.
Ich habe jetzt 10 Runden etwas gebaut, was mir so viel Nahrung wegnimmt, dass ich es halt niemals bauen dürfen. Ist schlecht. Ich muss das abbrechen, weil sonst geht ja alles unter. Ich kann nichts bauen, was Nahrung verbraucht. Oh Mann. Ist echt ein bisschen hart. Nichts, was irgendwie Nahrung gibt. Die müssen einfach nur eine einzige Einheit da drüben abziehen. Würde mein Leben um so viel erleichtern. Nahrung. Na, warte hier. Oh, 7 Nahrung. Das ist für öffentliche Ordnung. Das kann man vertreten. Wachstum und ja, das passt. Komm, macht man das mal. Da kann man in 6 Runden dann irgendwann mal unsere Truppen ausbauen. Das braucht 10 Runden, das dauert mir zu lang. Noch Fisch ausbauen. Ich glaube, wir werden jetzt dabei rauskommen, dass wir gleich so extrem viel Nahrung haben, dass wir damit schon nichts mehr anfangen können. Und ich dann wieder die ganzen Gebäude, also die ganzen Nahrungsgebäude wieder umbauen kann. Ich glaube, ich werde das später einfach provozieren. Ich werde einfach mit 3 Armeen in sein Land stehen und ihn plündern. Einfach dasselbe machen, wie er macht. Hat er tatsächlich keine Befestigung aufgebaut? Doch, hat er. Schade. Ja, ja, ja. Oh, sehr schön. Keine Nahrungsmittelknappheit mehr. Wurde aber auch langsam aber sicher echt nötig, weil langsam aber sicher wird es dann echt knapp. Okay, wir haben 7000. Anders formuliert, wir haben einfach nur Kohle ohne Ende. Landwirtschaftliche Siedlung, Marktsiedlung. Blütenkaserne. So. Und Namos größte Teil vom Geld ausgegeben. Da unten braucht man eigentlich kaum Militär, weil wegen... Warum auch? Da unten bauen wir ja eigentlich, also ich hoffe mal, dass wir da nichts bauen werden. Dann ist halt echt die Diplomatie, die mir zu schaffen macht. Ja klar, gegen Rom habe ich keine Chance, das weiß ich. Lepidus Rom. Wir sind im Krieg mit Lepidus Rom. Ah ja, warte, sie auch. Und Antonius Rom, okay. Wenn wir das dann machen, müssen wir halt echt gut gewappnet sein, weil es kann halt echt sein, dass dann eben... Natürlich auch sein, der macht gar nichts, aber das ist schon unwahrscheinlicher. Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. So, gibt es hier irgendwelche Verbesserungen? Nein. Hier auch nicht. Das ist einfach nur noch brutal, was wir an Einheiten verlieren. Plus 12 kriegen wir dann irgendwie... Geht das dann schneller? Ja. Hier schicken wir da mal die ganzen Einheiten in die Stadt rein. Das übt sich nicht allzu negativ aus. Die sind wir bei 100. Die sind wir bei 100. Überall 100. Sehr schön. So gefällt mir das. Nächste Runde. Ach, jemand ist im Rang aufgestiegen. Das freut uns natürlich. Plus Autorität. Plus List. Drängen, Überfall. Plus 18 Schaden. Minus Sklavenaktion. Was gibt's denn hier? Achso, das ist der Typ, okay. So, und den machen. Komm, mach mal die Feinde eben noch schlechter. Ey, der Typ, der ist einfach nur noch. Der macht aus meiner Einheit eine Elite-Armee, ohne dass sie einmal gekämpft haben. Wir könnten jetzt. Ja, wir werden jetzt keine Einheiten rekrutieren, sondern wir werden jetzt Geld ansammeln. Und die Zeit nutzen, in der wir noch wenig Truppen haben, dass wir eben mehr Geld bekommen und dann von diesem Geld dann die Einheiten rekrutieren. Wir sind ja nicht im Krieg, da kann man sich sowas erlauben. Wir haben aber bis kurz vor's Limit Einheiten produzieren. Einfach richtig viele Einheiten produzieren. Und dann muss man halt echt aufpassen, weil ich glaube, sobald ich die im Osten angreife, beziehungsweise die im Osten angreifen, wird es wahrscheinlich im Westen Probleme geben auch. Und da muss man halt vorbereitet sein. Also zumindest mit einer Armee, die halt irgendwas abhält. Och nö, nicht schon wieder Nahrungsmittelknappheit.
Schon wieder irgendwer befestigt. Ach, die könnte man eigentlich mal wieder ins Normale setzen. Warte. Warte mal. 4002. Kriegen weniger Geld, wenn wir nicht patrouillieren? Okay. Warum denn auch nicht? Ich hoffe nur, dass nächste Runde mal. Okay, ist da noch. Nächste Runde kriegen wir wieder 4. Okay, das bedeutet, nächste Runde ist die Nahrungsmittelknappheit dann endlich über den Tisch. Wie sieht es mit Kultur aus? 76% und 55%. Hier müssen wir echt noch die Kultur weiter ausbauen. Ja, wenn da mal alles safe ist, können wir auch hier weiter dann die dänische Polis bauen. So, momentan ist es aber noch ein bisschen riskant. Jetzt verlieren wir gleich nochmal Einheiten. Aber das gleicht sich auch dann gleich wieder aus. Ich meine, somit kann man natürlich einen Feind auch irgendwann mal in den Knie zwingen, wenn er nicht so viel Nahrung hat. Einfach hingehen, ihm alle Generäle, die man hat, reinschicken und belagern. Sofern er nicht gerade eben irgendwie 12 Nahrung übrig hat, kann ihm das schon ziemlich schaden. Stell dir mal vor, es macht 2 oder 3 Nationen. Du kannst die Einheit ja nicht angreifen, weil die belagern ja. Sonst ein bisschen stärker. Okay, aber man kann ja keine 5 Fullstacks wieder rum reinschicken. Ja, ich weiß. Oh, wir haben 7. Das ist sehr schön. Wir brauchen circa 4 Runden, so wie es ausschaut. Einheitenverstärkung brauchen wir eigentlich kaum. Wir brauchen Kultur. Ganz viel Kultur. Kultur. Okay, Geld brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir bräuchten immer Armee wie Geld, aber. Was soll ich machen, ne? Wachstum 150 Kohle, ja komm. Kultur plus Wohlstand durch Handel. Ich glaube besser. Das können wir dann danach bauen. Nächste Runde. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir halt so eine kleine Aufbauphase, aber so ein Part muss halt leider auch mal sein. Mal gucken, ob es noch zu einer Schlacht kommt. Würde mich aber irgendwie ziemlich wundern. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen schlecht. Weil, Schlacht bedeutet dann meistens, ich würde angegriffen. Und gerade wäre im Moment, wäre es halt ein bisschen, ja, suboptimal. Wir haben dann doch ein paar viele Truppen, die kurz vorm Verhungern sind. Aber in jetzt dann gleich noch 3 Runden sind die meisten Armeen ja wieder komplett ausgebaut. Ja, inzwischen haben wir 15, also auch viel mehr wird es nicht mehr werden. Oder jetzt gerade eben Verschleiß erlitten haben, weiß ich auch nicht. Was kann ich für Ägypten tun? Der Typ da so gefährlich dasteht, gefällt mir gar nicht. Das nennt ihr eine Garnison. Okay, die Happiness nimmt sogar zu. Ich glaube, das liegt durch diesen Typ hier. An der Stadt kann man natürlich nichts machen, aber wir können wenigstens hier alles verteidigen. Den stellen wir hier einfach so mitten rein. Verteidige die Stadt hier. Alles noch in positiver Happiness. Wir gehen runter hier. Wollte ich irgendwas bauen? Was war es nochmal? Ich glaube das hier. Ne, warte, hier. Genau, und dann geht es auch schon weiter. 16 Nahrung. So, jetzt kann er mich belagern, wie er will. Also er belagert mich ja nicht wirklich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das ist natürlich auch eine Taktik, einfach die Einheit mit dem Feind stehen lassen. Nehmen sie schon nicht die eigene Nahrung weg, oh. Ich bin immer, wenn so eine Rom-Fraktion so lange in der Reihe ist, hoffe ich eigentlich immer, dass es gleich so den totalen Weltkrieg gibt. Auf den warte ich nämlich noch, weil das ist dann der perfekte Moment, dass ich allen meinen Verbündeten in den Rücken fallen kann. Und dann nehme ich glaube, bevor ich Rom auslösche, mache ich es dir zu Vasal. Einfach nur aus Prinzip. Agent wurde entdeckt, das ist nicht so schlimm. Ja, kann man machen. Letztes Mal gab es da ja total
Und Rang auf Öl. Sehr schön. Schlechtes Omen. Egal. Immer noch alles positiv. Georgius. Unser bester Freund. Plus 10% Moral. Einkommen durch Plünderung. Einkommen durch Plünderung. Plus minus 15 Moral. Feindliche Einheiten. Komm, machen wir das mal. Autorität Gravitas. Was gibt's noch Schönes? Gabe Gravitas. Hingabe Gravitas. Ach komm, dann machen wir halt den hier nochmal. Okay. Sieht eigentlich politisch aus. Reise berichtet von bösen Omen des Orakels. So, wirklich Bullen opfern. Ich weiß auch nicht, damals waren die Leute halt echt leicht, glaube ich. Bullen ist vielleicht ein bisschen too much. Mach mal weißes Schaf. Expansion. Expansionspolitik? Wo habe ich eine Expansionspolitik? Ich schaffe nur Lebensraum im Süden. Ja, im Süden. Nicht im Osten. Das darf man noch. So, noch eine Runde, bis hier wieder frisch sind. Und auch noch eine Runde, bis die wieder voll auf den Beinen sind. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Ja, drei, aber so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Dann können wir mal die Stadt weiter ausbauen. Na, der Tempel schadet bestimmt auch nicht. Bei vielleicht schon. Wahrscheinlich durch lokalen Handel, das ist natürlich nice. 1400 reicht bis nächste Runde, dann können wir das dann bauen. So. Puh. Entschuldigung. Und ich weiß, ich nieße sehr komisch. Sorgt im Unterricht manchmal für Lacher. Ich bin gespannt, was der noch davor hat. Ich meine, der bestimmt seit 30, 40 Runden steht er jetzt da. Ich meine, hat er keine Kriege zu führen oder so? Ich meine, so eine Armee lohnt sich halt echt nicht, wenn sie nicht kämpft. Böses Omen, ja, ja. Was, wir kriegen noch mehr? Buff. Okay, Plan ging auf. Hat gerade so gepasst. Armeen sind fertig. Warum ich die Einheiten draußen stehen habe in der Befestigung? Ganz einfach, dann haben wir die Garnison noch dazu, falls wir angegriffen werden sollten. Was wir natürlich nicht hoffen. Le Spion, bitte einmal darunter. Vielen Dank. Okay, mal schauen. Hier können wir jetzt nicht arg viel weitergehen. Was kriegen wir denn da? Eigentlich nicht mehr. Also, hier kriegen wir... Ja, okay. Können wir jetzt mal ein paar Einheiten rekrutieren. Ach, wir haben ja kein Geld. Stimmt, da war was. Okay, und dann gehen wir zur nächsten Runde. Da gucken wir halt erstmal, dass wir zwei Fullstacks haben. Dann machen wir aus der dritten auch noch einen Fullstack. Wenn wir dann noch ein Einkommen über 1000 pro Runde haben, dann hauen wir halt noch eine vierte Fullstack raus. Das sollte dann aber auch wirklich reichen. Das sollte dann auch für einen Zwei-Fronten-Krieg reichen. Ich meine, ich habe hier mit zwei Armeen wirklich den kompletten Süden, sagen wir mal, bekehrt. Also, das wird schon passen. Ach ja, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, das sind nur noch so, also rein rechnerisch 29 Tage. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage dieser Monat hat. Ja, ich habe momentan 25 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hat er 30 oder 31? Naja, egal, man rechnet in Wirtschaft rechnet man immer nur mit 30, also passt es. 29 Tagen ist ja Weihnachten. Und dann kann ich ja. Kriege ich ja meine SSD und dann passt es. Muss mir da keine Probleme mehr machen. Keine Gedanken mehr drüber machen, weil es mir keine Probleme macht, so. Okay. Was brauchen wir denn da? Waffenbeherrschung. Wo gibt's denn die Waffenbeherrschung? Ausbildung, Berufssoldat. Ich glaube nicht, dass das ist. Gymnasium. Waffenbeherrschung. Hier, okay. Dann gehen wir darüber. Es könnte eine Weile dauern.
Es sind halt so Sachen, die man halt nicht braucht, aber wenn man dafür dann halt irgendwann mal seine Gebäude ausbauen kann. Warum denn nicht? Ich erwarte eure Befehle. Viermal Kavallerie, dreimal Hoplin. Okay, wir brauchen definitiv noch einmal Nahkampf. Und halt rekrutieren. So. Zwei Kavallerie, Fernkämpfer. Würde ich sagen, nochmal zwei Speerträger. Zwei. Was können wir denn noch machen? Nur ein bisschen mehr Kavallerie? Ich weiß nicht, wir können natürlich auch mehr auf Fernkämpfer setzen. Fernkämpfer sind, naja, also, wobei die Gefechte dauern immer so lange, da kann man das schon machen, aber so viel Fernkämpfer soll man vielleicht auch nicht machen. Geh mal doch noch mal ein bisschen auf Nahkämpfer. Was sind sie denn hier, die? So, Nahkämpfer in der Flanke kann man immer gebrauchen. Wie sieht es eigentlich hier drüben aus? Haben die 20 Mann, sehr schön, alle auch gut ausgebildet. Warum kriegen die... Wieso kann ich die nicht länger unterhalten? Kann man die da drüben unterhalten? Okay, aber in der Stadt soll es doch bitte gehen. Nein! Das war jetzt ein Fehler. Na egal. Da sterben jetzt halt ein paar Leute, aber... Das haben die Generäle früher bestimmt gedacht. Naja, sterben halt ein paar Leute, ne? Nicht schlimm. Kommt vor. Schauen wir, wer geschrieben hat, ob es wichtig war. Nein. So. Okay, ich habe gerade eben gedacht, mein Mikrofon rauscht, weil mein Sound so einen komischen Ausschlag gegeben hat, den er eigentlich nicht geben sollte. Also, wie erwähnt, Nikolaus, 6. Dezember. Gibt es eine neue Soundkarte? Da wird alles besser. Also, nicht viel besser, aber halt ein bisschen besser. So, okay, wir haben doch tatsächlich gut was an Männer verloren und irgendwie ist gerade jemand gestorben. Ah, die Kamera ist jetzt gerade echt suboptimal. Ja, ich habe halt den General jetzt ausgewählt. Bitte, ich kann nicht schauen, was die haben. Jetzt nehmen wir halt den mit dem sympathischen Namen. Demodokus. Nehmen wir Demodokus. Aber wir nehmen einen Streitwagen. Schande, yay. Ein Bullen opfern. So. Verwundet. Kann man eigentlich Georgios mal wieder befördern? Ah, sehr schön. Der Typ hat inzwischen Gravitas. Und der alleine hält wahrscheinlich mein ganzes Imperium. Aber okay. Jetzt kriegen wir auf einmal wieder... Es war Sommer, oder? Ja, daran lag's. Okay, Fullstack. Würde ich sagen... Raus mit euch. Bisschen was rekrutieren, oder? Also... Natürlich brauchen wir erstmal 4 Einheiten Kavallerie. Und dann machen wir den Rest in der nächsten Runde. Kloppen die sich eigentlich nie? Ich meine, es passiert ja weltpolitisch irgendwie. Entweder passiert nichts oder ich krieg nichts mit. Was wir natürlich auch mal ausprobieren könnten, wäre eine Flotte bauen. Wäre zum Beispiel, wenn wir Jerusalem angreifen, könnte man das, soweit ich weiß, zählt es noch als Küstenstadt? Also ich meine, es war keine, aber in diesem Spiel zählt es als Küstenstadt? Wäre mich auf jeden Fall ganz praktisch. Kann man das so schön ein bisschen bombardieren, ne? Macht Spaß. Mir gefällt es gar nicht, dass hier überall so in meinem Territorium rumrennen.
So. Was brauchen wir noch? Machen wir mal 4 Fernkämpfer. Immer gut, Old Bogenschützen. Oder was? Was wäre denn die höhere Reichweite? Tatsächlich die, aber ich meine, die Bogen machen halt viel, viel, viel mehr Schaden. Also 4 davon. Dann noch 4 davon. Und der Rest machen wir dann Speerträger auf 5. Das passt. Also, obliegen. Also, verlangsen. Alter, wir sind noch weit über 3000. Das bedeutet, wir können ruhig weiter rekrutieren. Ich meine, mit Rom wollen wir uns halt immer noch nicht anlegen. Also, ich habe schon mal 4 Armeen, da hätten wir das halt dann ein bisschen radikal. Da könnte halt das ganze Reich zerfallen. Aber ich glaube, wir gehen im nächsten Part mal so richtig hart auf YOLO-Mode. Oder wir bereiten den nächsten Part noch ein bisschen vor und gehen dann nächste Woche Montag so richtig hart auf YOLO-Mode. Weil irgendwann mal müssen wir es ja tun. Also richtig hart auf YOLO-Mode gehen. Mach ich einen Rouge. Seltener, weil es nie funktioniert. Wenn es aber jemand macht, macht Spaß. Oh. Okay, wir haben 7.500 bekommen. Ja. Sanktionen. Ach komm, wir opfern. Wir opfern einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Das wird schon passen. Wir rekrutieren weiter. Lange Speere verlangst. Sehr schön. Und bam. Die Armee ist damit auch fertig. So wie es ausschaut, können wir auch gleich eine weitere rekrutieren. Okay, dann mal sehen. Agent rekrutieren. Können wir dann noch irgendwas machen? Würdenträger. Können wir mal eine holen. Plus 3 Steuersatz, minus 2 Baukosten, minus 3 Rekrutierungskosten von Landeinheiten. Plus 1 Wachstum, plus 5 Moralbegleitarmee. Rekrutierungskosten, ja komm, machen wir einfach die hier. Okay, Streitmacht aufstellen. So, plus 2 kulturelle Konvertierung, plus 5 Moral, plus 1 öffentliche Ordnung, das ist gut. Kulturelle Konvertierung, komm, nehmen wir einfach den hier. Armee aufstellen. Streitwagen rekrutieren. Einheiten rekrutieren, selbes Spiel hier, 4-mal Kavallerie. Und 4 davon. Rest machen wir nächste Runde. Wir wollen es ja nicht instant übertreiben. Aber wir können ihn dann doch mal noch verbessern. Hingabe, Licht, ach. Kommandeur der Truppe. Und plus 3 Moral, so. Also. Greife meine Stadt nicht an. Und wenn wir dann 4 Armeen haben, dann können wir doch. Also wenn wir es vom Unterhalt her wirklich schaffen, weil momentan sieht es besser aus wie erwartet, viel besser, eine 5. Armee aufzubauen, dann verspreche ich euch, ich gucke, ob ich noch eine 6. aufbauen kann. Nee, aber ab der 5. glaube ich, scheißen wir mal einfach auf die Römer und wenn sie kommen wollen, dann sollen sie kommen. Wir begrüßen sie dann recht herzlich und schauen einfach mal, was passiert, wenn so ein paar 1,50 Meter große Zwerge auf eine Phalanx losrennen. Bin ich echt gespannt. Ich halte hier schon wieder Hetzreden, das ist echt schlimm. Ha, jawohl, plus 3 Wachstum. Gute Nachrichten. Okay, aber ich glaube, es sieht so aus, als ob wir keinen 4. rekrutieren können. Warte, wo ist denn die Armee hier? 4 davon, 4 Bogenschütze. 1, 2, 3. Ah ja, es sind 4. Haben wir das hier auch schon?
Nee, einer rekrutieren, vier von denen hier. Ja, wo sind sie denn jetzt? Okay, nur Speerträger? Haben wir voll viele Kavalleristen. Ah, hier. Ich kann natürlich immer noch einen Elefant mitnehmen. Das macht das Ganze viel lustiger. Okay. Und hier Meistbericht, Haushalt erweitert. 15 Moral plus 10. Oh ja, schön. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir... Ah, wir können in Ägyptus demnächst nochmal was ausbauen. Das ist eigentlich kulturell aus 55%, 63%. Da müssen wir echt dann irgendwann mal Kult des Alexanders erforschen. Dass wir da dann weitermachen können auch. Eben die Kultur zu steigern. Aber 77% hier unten, das ist schon ein ganz guter Prozentsatz. 63 hier. Ja, steigt noch ein bisschen. Die anderen fallen ziemlich stark. Das passt also soweit. Hier, da ist noch vertretbar, wenn unsere Kultur jetzt nicht die dominante ist. Sollte er nicht so stark fallen. Also sie fällt gar nicht. Das ist gut. Da können wir vielleicht auch mal schauen, dass wir vielleicht einen Tempel ausmachen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir die vierte Fullstack voll kriegen. Aber der Part geht schon wieder 32 Minuten. Deswegen würde ich sagen, passt, wenn wir hier beenden. Schaltet am Freitag nochmal ein. Und ich glaube, dann geht es dann auch richtig los. Vielleicht auch erst im zweiten Drittel. Aber es wird auf jeden Fall wieder Schlachten geben. Außer natürlich die Feinde machen einen auf Franzosen und rennen davon. Naja, das war's von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.